Die EDU-Fraktion unterstützt diese Motion einstimmig und ist eigentlich erfreut, dass der Regierungsrat ebenfalls zur Annahme empfiehlt. Weniger erfreut sind wir aber über die Relativierung in der Antwort des Regierungsrats, indem er die Bewilligungsfähigkeit von Infrastrukturen wie Spielplätzen, Verpflegungsmöglichkeiten oder Toilettenanlagen in diesen Zonen gerade um in Frage stellt. Oder für neue touristische Angebote gerade um die Keule von Standortgebundenheit schwingt. Es ist richtig, dass es Gebiete gibt, die nicht touristisch erschlossen werden. Und das soll auch so bleiben. Aber in denjenigen, wo man planerisch speziell zu diesem Zweck ausgeschieden hat, soll eine intensive Nutzung möglich sein. Mit den klimatischen Veränderungen werden Tourismusregionen in Zukunft vermehrt darauf angewiesen sein, auch neue Angebote zu schaffen. In unseren Regionen, aus der Region, wo ich herkomme, leben und sterben wir mit dem Tourismus. Wir erwarten darum vom Regierungsrat eine tourismus- und wirtschaftsfreundliche Auslegung, damit die zu diesem Zweck ausgeschiedenen Zonen auch wirklich touristisch genutzt werden können.